Hallo meine Jungs, wir sind angekommen bei Arena Control. Und da ist auch schon der Izzy und der Sebastian Kluge. Ich mach noch ein Handy kaputt. Und oh, da ist ja jemand im Kofferraum gewesen die ganze Zeit. Hallo Nilo. Der ist ohne Spaß im Kofferraum gefahren, weil wir nicht genug Platz hatten. Alles, wir gehen jetzt hier rein in die Langsess Arena. Willkommen zum Video Day. Ja, wir sind jetzt im Aufzug und sind jetzt aus diesem Backstage-Raum-Zeug, gehen wir jetzt raus und müssen uns jetzt durch die... müssen jetzt irgendwie gehen. Sebastian ist heute mein persönlicher Hinsagen, wo es lang geht. Typ. Das Ding ist, wir müssen halt gleich durch den Bereich gehen, wo wir viele Zuschauer sind, dass wir da möglichst... Ich weiß, schau mal da runter. Das hier ist die Security, die uns jetzt irgendwie helfen soll, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ich kann jetzt einfach hier durch. Hallo Leute! Ja, ich komme. Hey, ja. Oh, hier. So, hier ist was. Hinter ihm. So sieht das aus. Wir müssen jetzt tun uns echt leid, Leute, aber wir müssen jetzt hier raus, aber wir geben es in der Arena so viele Autogramme wie möglich. Aber jetzt ist erstmal euch hingegangen. Wir unterhalten uns gerade noch ein bisschen über Mobilfunkverträge. So, wir sind jetzt hier in einem Backstage-Raum hier, in dem eigentlich Megan Nicole ist, die aber nur morgen auftritt. Das heißt, wir sind jetzt drin und haben ein kleines Interview mit den beiden Menschen da. Da, hallo! Für die Telekom, die Hauptsponsor sind. Und ich weiß gar nicht, was man so sagen soll. Das war aber so krass gerade eben, als wir draußen drin waren. Eine Fliege, fast gefallen. Wie alles so leise drin, jetzt ist richtig ungewohnt. Jetzt, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ja, wir laufen jetzt. Ich spreche voll leise. Wir sprechen jetzt zum ersten Mal hier rein. Wir laufen zum ersten Mal rein in die Arena. Leise. Die haben hier so Lichtchecks oder so? Keine Ahnung. Beides. Und Soundchecks. Yo, yo, yo. Hey, 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 hey. Nee. Wie geil ist es denn eigentlich? Ist schon schön hier, oder? Wie geil ist es? So, das ist ein Soundcheck von Tadel und Muskelmali. Von Tadel, ziemlich cool. Und jetzt gehen wir zu dem Stand, wo man diese Shirts hier zum Beispiel kaufen kann.
Ist morgen auch noch? Also heute, wenn das Video heute rauskommt. Okay. Wir gehen da nur hin, weil ich mir jetzt kaufen möchte. Eben, ja, für sie halt. Und das ist jetzt die Tür, führt in die große weite Welt hinaus. Und wir haben auch jetzt viel Glück. Lasst uns losgehen. Eins, zwei, drei. Läuft doch, voll in Ordnung hier. Hallo. Wenn du so das Handy raussuchst und so umgehen, das Hunde kannst du ja. Nicht stehen bleiben hier. Kannst du aufziehen? Immer weiterlaufen. Easy. Dino, du bist... Mehr darf ich nicht. Ich geh zum Mörder. Du musst einmal weiterlaufen. Oh mein Gott, danke. Mein Gott, willkommen zum zweiten Video-Day-Tag und wir kommen hier gerade mit dem Shuttle an und wir sind voll spät dran. Deswegen müssen wir sofort zur Autogrammstunde. Ja, ja. Klar. Und ein Foto. Jo. Hallo Sebastian. Das Wasser, danke. Ja. Ja, sehr gut. Alles gut? Ja. Wollt ihr rechtzeitig da? Ja. Ja. Wir nicht. So, zweiter Tag. Simon ist mega krank, aber er kommt trotzdem zur Autogrammstunde. Mal schauen. Ja, was? Weg. Das ist ja schön, der Sticker hier verteilt. Wir wollen jetzt mein Auto dann. Oh, danke, endlich. Oh, nee. Lena! Ja, klar. Ich mach so wie das im Internet. Das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Auf jeden Fall, ist krass. Da kommt ihr her. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht.
einem Jungstandsplatz. Ich habe gehört, wir haben noch einen weiteren Gast hier. Und den kennst du, glaube ich, auch. Wie würdest du diesen Menschen anmoderieren? Wer ist das? Der süßeste Boy. Da ist hallo, er. Ja, alles gut. Ja. Ich sag erstmal hallo hier an Flo. Moin. Und hier. Ich frag mich immer so. Wir sehen uns ja auch nicht ganz zum ersten Mal. Ja, ab und zu so im Vorbeilaufen haben wir uns jetzt schon mehrfach gesehen in den letzten Tagen, glaube ich. Immer nur so, ah ja, hi, hi, hey. Einer hat nur Schweiß auf der Stirn, immer einer steht gerade irgendwo, versucht was zu trinken zu finden. Oder Pick-up. Großartig. Wir haben jetzt gleich unser Q&A auf der Bühne. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist die Idee, dass wir ein bisschen quatschen bei dem Wortschritt, dass wir so ein kleines Panel machen. Jetzt ist unsere Zeit damit jetzt ein bisschen zusammengeschrumpft worden. Jetzt haben wir leider nur noch ein Panelchen sozusagen. Oh. Aber das macht ja gar nichts, oder? Können wir das mit dem Wortschritt bitte nochmal machen? Das war so. Darf ich das? Alles klar. Wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen so erzählen, was war so das Krasseste für euch auf dem Roadtrip? Willst du vielleicht mal anfangen? Nein. Ich sag jetzt mal, hallo, wie geht's euch? Was war das Allerfetteste für dich? Wie geil ist es denn? So geil ist es, ja. So geil ist es. Meint ihr, es wird jemals in eurem Leben einen Augenblick geben, wo ihr beide euch näher seid, als bei euch auf eurem gemeinsamen Wachstum? Ich hab's dir jetzt gesagt. Wollt ihr vielleicht, dass die beiden uns mal kurz umarmen? Es gab ja aber nicht nur so krass schöne Sachen, sondern Dena. Es gibt Streit auf der Fahrt. Es gibt viel Streit. Viel Streit. Diese langen Autobahnfahrten fühlen sich stressig. Ich hoffe, dass ihr euch bitte wieder beruhigt. Ja? Es gibt Streit. Was ich eigentlich sagen wollte, du bist hingefallen. Aua. Man sieht es noch ein bisschen, oder? Kannst du doch was zeigen, dass du Pass auf, wenn die Blitz nicht haben, dann macht ihr das Licht jetzt an und leuchtet zur Bühne. Oder ihr dreht einfach den Bildschirm. Wow. Dena macht jetzt ein Selfie. Und ich möchte, dass das meist retweetete Selfie auf Twitter. Wir haben jetzt eigentlich keinen Termin mehr, oder? Wir haben, also jetzt nicht mehr, deswegen können wir das machen. Genau. Falls ja, das ist noch das. Gleich nach Möglichkeit nicht stehen bleiben. Nee, okay. Meine ich. Vorsicht! Vorsicht! Weg! Vorsicht! Die kommt von hinten.
Aber jetzt dürfen wir doch wieder hin, also laufen wir mal. Ich darf doch wieder. Ich weiß es auch nicht. Hast du dich durchgesetzt? So, Junge, wir sind jetzt hier bei der Autogrammstunde. Das ist die beste bisher. Wir haben es dann die beste. Super, chill. Wir haben ganz viel Security von mir gehabt. Die machen ihren Job super. Wir kriegen Gummibärchen. Die Anti-Held-Jungs, die machen hier Hoodie L-Musik an. Also besser geht's ja gar nicht. Ich denke, ihr seid super, Jungs. Ihr seid auch super. Alles super. Versuchen noch so viel mit zu schaffen. Deswegen muss ich wieder aufhören. Wir sehen uns später. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, ich bin kurz zum Abend. Können wir kurz ein Foto machen? So, okay, komm. So, reicht. Lena, guck. Ja. Oh mein Gott, danke. So, keine Selfie mehr. So, sorry. Ich guck einfach rüber, mal ein bisschen Hallo sagen. Ich darf mal. Ich muss so einen Rucksack, der kann gar nicht mehr laufen jetzt. Ich versuch zu laufen, wir halten ihn fest. Okay, alles klar, dann war's lang. Schön, war doch gut. Ja, alles super. Cool. Also man war glücklich gemacht, weil wir hier, also mehr Gott wird dann lachen. Nee. Wenn man für einen anhält, dann ja, sind alle anderen. Ja, nee, das hat auch gereicht jetzt, fand ich jedenfalls, dass er lange genug gesessen hat. Ne? Das war aber auch richtig gut, also das war am entspanntesten von allen. Ja, fand ich auch. Ja, ich bin mit dir. Danke, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke sehr. Ciao. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, wieso bist du so müde? Mega feiert, verkatert. Ja, jetzt zieh mal. Bei Kerzenlicht schauen. Mann, die Essenz von Fabio Day. Wir haben jetzt endlich alle Autogramme geschrieben, die es zu schreiben gab. Jetzt ist es richtig cool, aber jetzt bin ich mega fertig. Das heißt, jetzt schön. Jetzt können wir unten die Foto machen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Jetzt kommt noch ein Teil, kommt auf jeden Fall noch ganz viele von der YTD, keine Ahnung. Alles mit. Ey, wollt ihr Pizza? Ja, gerne. Ja, Pizza. Boah, gerne. Ich hab richtig Hunger, Mann. Alles. Was? Ey, über 3 von dir. Boah, Junge. Ich hab auch Hunger. Sag einfach scheiße. Ja. Das ist einfach scheiße. Wenn es jetzt nicht alles ist, dann hau ich dir. Das ist okay, oder? Ja, das ist nicht okay, das ist zu viel. Das ist okay. Das ist scheiße. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen die Show an. Ich meine, ein bisschen Gold, verstehe mich eh nicht, von daher, mach's gut! Thank you.